Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Manifest Box von King Orgasmus One. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Manifest von King Orgasmus One, das Ganze am 5. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Es ist das neue Album von Orgi. Als allererstes werden wir mal die Folie entfernen. Lange, lange, lange mussten wir auf dieses Album warten. Ursprünglich ja schon für 2020 geplant gewesen und wurde dann aufgrund von Corona von Orgi entsprechend lange verschoben. Also wir haben mittlerweile März 2021. Aber rein vom Boxinhalt soll sich diese Verschiebung gelohnt haben. Die Box ist wirklich brutal gefüllt. Obwohl sie eine Standardbox ist, also rein so von den Maßen her, ist sie echt heftig gefüllt. Das schauen wir uns gleich mal an. Wir haben hier auf dem Cover den guten Mann abgebildet in so einer verwackelten 3D-Optik. Ansonsten lesen wir hier King Orgasmus One Manifest, ELM, also I Love Money Records, 0077. Und dann gibt es hier noch jede Menge Schriftzeichen, so asiatische Schriftzeichen. Und hier oben haben wir noch das Evil Heart Logo. So, auf der Seite auch rundum beschriftet hier mit diesen Zeichen. Ich bin mir sicher, die heißen auch irgendwas. Also die sind da nicht einfach so wahllos, sondern die haben hier wirklich eine Bedeutung. Allerdings bin ich den wenigsten asiatischen Sprachen mächtig, deswegen... Falls irgendwer von euch da ein bisschen mehr Durchblick hat, könnt ihr mir das gerne schreiben in die Kommentare, was hier so steht. Auf der Rückseite lesen wir Manifest Box Inhalt. Also was haben wir hier drin? Manifest CD, also das Album. Dann eine Bonus-CD mit Greatest Hits 2020. Das ist auch nochmal mehr oder weniger ein Album. Dann Evil Heart Sonnenbrille, Evil Heart Mobile Grip, Clothing Company Keychain, Autogrammkarte, handsigniert, Sticker-Set und Doppelposter. Was mich jetzt nur etwas verwundert, ist die Romaike-EP, also die Bonus-EP, die hier irgendwie gar nicht angegeben ist auf der Box. Okay, schauen wir dann noch. Dann hier unten noch die beteiligten Labels, Logos und so weiter und so weiter und ein Barcode. Gut, dann schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier aufklappen und hier kommt der Inhalt. Also allererstes haben wir hier einmal das Etui der Sonnenbrille. Dann haben wir einen Schlüsselanhänger mit dem Logo. Dann Mobile Grip, also das ist so ein Pop-Socket, mehr oder weniger. Ein Sticker, beziehungsweise nein, das ist ein Magnet. Ein Magnet hier, kreisförmig. Das Album an sich, Manifest. Dann hier das, was ich angesprochen hatte, die Bonus-EP, die Romaike-EP. So, dann haben wir Greatest Hits 2020. Ein Stickerpaket, das kommt hier in einer Folie verpackt. Eine unterschriebene Autogrammkarte und auch noch ein Poster. Also, wie gesagt, jede Menge Inhalt hier mit drin. Von innen die Box schwarz. Packen wir mal wieder zusammen. Und legen sie zur Seite. So, und jetzt wird es mal eine ganze Weile dauern, bis wir die einzelnen Sachen hier aus den Folien befreit haben. So, das Sonnenbrillen-Etui kommt hier in so einem kleinen Druckverschlussbeutel. Einmal. Dann der Schlüsselanhänger auch nochmal hier in Folie. So, und dann geht es an die drei Tonträger. Also einmal hier die Bonus-EP. Die kommt hier in einer ganz einfachen Papphülle. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir hier bei der Schweißnaht eventuell einstechen können. Es ist gar nicht so einfach, aber ja, mit etwas Fingerspitzengefühl gelingt es dann doch. Dann natürlich das Album an sich, Manifest. Und dann
die Greatest Hits 2020. So, alle drei Folien aufgeschlitzt. Dann machen wir sie noch ab. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So, hier geht's los. Das ist das Album an sich, Manifest. Kommt hier im Artwork wie auch schon die Box. Allerdings, auf der Box war das Ganze, wir schauen es nochmal kurz an, doch vom Farbton her etwas ja, in die Türkis-Richtung. Und hier haben wir es dann doch in einem eher Grünton gehalten. Also Artwork ident, aber die Farben, die unterscheiden sich dann hier doch deutlich. Reguläres Jewel Case, auf der Seite beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 13 Stück an der Zahl, ein einziges Feature, überraschend, also wenig eigentlich für ein Orgie-Album. Und zwar haben wir hier ein Feature auf dem Track Nummer 4 von Mehmet Meth. So, dann hier wieder Infos, Barcode etc. Das Album gibt es natürlich auch regulär zu kaufen, also rein nur das Album ohne Box. Dann haben wir hier einen Flyer zur Tour. Ja, das ist noch veraltet. Wir haben hier die Tourdaten der Manifest-Tour 2020. Fragwürdig, ob die auch ja, ein Jahr später stattfinden wird, 2021. Ich wage es zu bezweifeln, aber man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben. Spätestens 2022, dann dürfte es hoffentlich soweit sein. So, Booklet, los geht's. Einmal hier die Tracks mit den Infos, wer produziert hat. Wunderbar. Fotos vom Maestro, weitere Fotos, schwarz-weiß gehalten hier das Artwork und dann hier wieder in Farbe die Tracks. Info noch, wer hier noch beteiligt war, Mixing, Mastering etc. Gut, also klassisches Booklet, die wichtigsten Infos sind drin und Fotos natürlich auch. Die CD in dem gewohnten Artwork, schwarz-weiß-türkis. Dann das Evil Heart, auch hier wieder in dieser verwackelten, dieser verpixelten Optik. Aber damit nicht genug. Wir haben noch weitere Musik. Und zwar haben wir hier einmal die Bonus-EP. Romaike, ja, für viele eventuell auch ein ungewöhnlicher EP-Titel, aber das ist einfach der Familienname von Orgie, der ja bürgerlich Manuel Romaike heißt. Ich muss immer etwas grinsen, wenn ich diesen Namen höre oder vorlese, weil es mich einfach immer an dieses epische Interview bzw. an diese Talkrunde mit Alice Schwarz erinnert und ich immer automatisch ihre Stimme im Ohr habe, wie sie ihn so ermahnt und Herr Romaike sagt. Ja, Bonus-EP, das sieht hier aus wie so ein Sticker, ist allerdings hier alles entsprechend aufgedruckt, auch hier unten der Barcode und so weiter. Und wir haben hier ein Foto, ein Familienfoto oder ein Foto aus dem Familienalbum, denn das hier, soweit ich weiß, ist der kleine Herr Romaike, also Orgie höchst selbst als kleiner Junge. Und hier im ja, Hintergrund oder neben ihm sein Vater, die sind hier im Wald scheinbar zugange. Auf der Rückseite die Tracklist, 7 an der Zahl, mit jede Menge Features, Dadash 069, Karate Andy, She-Ra, Bass Sultan Hengst, Silla, Skinny Finster, Finch Asozial und Jason Wallace. Nummer 7 und Nummer 5, meines Wissens ja auch schon ausgekoppelt worden, gab es ja auch schon Videos, dann auch hier wieder die Credits, sehr schön, diese CD nur für private Gebrauchen. Nicht kommerzielle Vorführung, okay, okay, ja. Barcode haben wir hier keine dabei, denn diese CD, diese Bonus-EP, die gibt es wirklich physisch nur exklusiv in dieser Box. Entsprechend in der Papphülle, oh, bevor ich es vergesse. Die CD wollen wir uns natürlich auch noch ansehen. Ja, also hier nochmal das Cover auf der CD aufgedruckt. Und die Bonus-EP kommt, wie gesagt, in der Papphülle. So, dann haben wir noch eine dritte CD. Die Greatest Hits 2020. I Love Money Records präsentiert King Orgasmus One Greatest Hits 2020. Hier mit einem Porn-Rap-Shirt und wunderbarem Animal-Print-Mantel. Reguläres Jewel-Case. Auf der Seite beschriftet.
Und hier gibt es nochmal 16 Tracks obendrauf. Features mit Bas Sultan-Hengst, Jack Orson, Mach One, Materia. Muss ich ehrlich sagen, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der Materia, den ich vermute, weil den schreibt man meines Wissens mit R, also Materia und nicht Materia. Ja, kann entweder ein Druckfehler sein oder es ist tatsächlich ein anderer Künstler, der einen sehr ähnlichen Namen hält. Serk und Jana. So, auch hier wieder die Infos. Und auch hier haben wir wieder keinen Barcode mit dabei, denn ebenso wie die Romaike EP gibt es das gute Stück hier nur in der Box. So, hier haben wir auch wieder ein Booklet mit dabei, wenn auch ein sehr dünnes. So, doppelseitig die Infos der Tracklist nochmal hier veranschaulicht. Wunderbar. Gut, die CD kommt dann hier in diesem gelb-braun bzw. Gold. Oh, und jetzt sehe ich schon den ersten Kritikpunkt, denn, muss ich ehrlich sagen, ich hasse diese CD-Halterungen. Also es gibt ja verschiedene Varianten, aber die hier, die so einzelne kleine dünne Zähne, aus so kleinen dünnen Zähnen besteht, die hasse ich am meisten, denn da passiert leider sehr oft genau das, was man hier sieht, dass sich hier so einzelne Zähne verabschieden und dann die CD darin rumfliegt. In dem Fall sind es, glaube ich, nur drei rausgebrochen, von daher hält die CD noch halbwegs, aber man sieht, die kann man dann hier einfach so, ja, rausschütteln. Jetzt habe ich hier diese drei abgebrochenen Zähne in der Hand. Machen wir zur Seite. Und hier nochmal das Evil Heart Logo. So, von den Tracks ist das echt eine Ansage in dieser Box. Also wir haben hier auf dem Album regulär 13 Tracks. Dann die Bonus-EP mit 7 Tracks. Und jetzt noch hier die Greatest Hits mit 16 Tracks. Das sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, insgesamt 36 Tracks. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. So, weiter geht's. Wir haben eine Autogrammkarte, die wurde hier unterschrieben mit schwarzem Stift, Orgi 69. Natürlich ist er auch hier abgebildet. Auf der Rückseite wieder Evil Heart, Böses Herz, Orgi Wear Clothing Company, Evil Heart, Berlin, Germany, established 2001. Also Autogrammkarte im Hochformat. Dann ein Schlüsselanhänger, der kommt hier natürlich auch wieder mit dem Evil Heart. Und auf der Rückseite glatt schwarz, also einseitig hier bedruckt. Und das Ganze ist hier auch so entsprechend geprägt. Man kann das hier entsprechend fühlen, die ganze Schrift. Und der Anhänger und die Kette hier komplett in schwarz eingefärbt. Kann man sich an den Schlüssel oder so dran machen. Dann ebenfalls wieder Evil Heart, riesengroß. Hier ein kreisförmiger Magnet. Den kann man sich zum Beispiel an den Kühlschrank oder an welche Tür auch immer man möchte, an den Spind dranpacken, schwarz und weiß gestaltet, sieht gut aus. Weiter geht's, wenn wir schon bei dem Logo sind, haben wir dann hier noch verschweißt, genau hier lesen wir es, einen Pop-Out Mobile Socket. Ja, den werde ich jetzt nicht extra rausnehmen, ich glaube, es ist selbsterklärend, man kann den dann hier so rausstülpen, ans Handy dran befestigen und dann kann man mit Hilfe dieses Teils hier sein Handy besser, ja, handeln, in der Hand haben und zeitgleich natürlich auch noch Orgi und seine Marke hier repräsentieren. Das kommt entsprechend eingeschweißt und auf der Rückseite die Gebrauchsanweisung. So, wir machen weiter mit dem Poster. Das ist dieses hier. So, Poster ist im Format A3. Einmal hier im Querformat, Orgi auf der Treppe sitzend. Und auf der Rückseite haben wir Scheich Manfred im Hochformat. Die Sonnenbrille hier etwas nach unten gezogen. Hier auf einem, ja, wie sieht das aus, wie ein Parkplatz. Also Poster beidseitig bedruckt. Einmal Querformat, einmal Hochformat. Dann haben wir das Sticker-Pack. Auch hier natürlich wieder gebrandet. Das werden wir auf jeden Fall mal öffnen. Na, gut. Schauen wir mal an. So, hier ist, glaube ich, einiges drin. Ja, das ist eine Menge an Stickern. Und zwar haben wir hier einmal einen sehr, sehr kleinen Sticker im rechteckigen Format, Querformat. La, fick deine Mutter. So sieht das aus, in schwarz und weiß.
Dann einmal hier Orgasmus Manifest. Dann Evil Heart kreisförmig. Dann hier die Katze mit dem Schriftzug vor der Fresse oder vor den Augen. Dann der Lego Orgi. Dann einmal die Fresse von Imbiss Bronco. Dann Evil Heart in Schwarz und Weiß. Dann hier Manifest. Auch hier wieder diese asiatischen Schriftzeichen. Und der letzte Sticker ist dann dieser hier im Superheldenstil. Hier gibt es auf die Schnauze. Gut, wunderbar, das Stickerpack. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch das Brillenetui. Auch hier wieder goldener Aufdruck. Das Evil Heart mit am Start. Lässt sich hier aufklappen, ist ein Magnetverschluss. Hier sieht man es durch. Und hier befindet sich dann die Sonnenbrille. So, holen wir mal raus. Von innen hier so entsprechend gefüttert oder beschichtet. So eine Samtoptik. Und dann haben wir hier so ein kleines Säckchen. Können wir natürlich hier aufmachen. Und dann kommt sie hier zum Vorschein. Die Brille. So, die Sonne kommt hier langsam raus für die kommenden Wochen und Monate. Ideal geeignet. So, einmal, zweimal. Der Bügel ist hier noch in Folie. So sieht die aus. Also, in meinen Augen ist das eine Pornobrille. Also sieht auf jeden Fall so aus, wie man sich das von Orgi erwartet hätte. UV 400 Protection lesen wir hier noch. Ansonsten komplett alles hier in Schwarz und Gold. Also so das Gestell und so an sich in Schwarz, aber hier überall so goldene Elemente. An der Seite die Bügel, auch hier in Schwarz und Gold. Evil Heart lesen wir hier. Dann auf der Seite, auf der nicht, also nur rechts beschriftet. Und ja, also ziemlich großzügige Gläser, fast schon wie bei so einer klassischen Pilotenbrille. Da ist auf jeden Fall reichlich Platz, um die Augen abzuschirmen. Und eben, wie gesagt, alles hier in dieser Schwarz-Gold-Optik. So sieht das aus. Und dazu bekommt man eben dann einerseits das Etui. Und damit nicht genug. Wir haben hier auch noch ein Brillenputztuch. Das kommt natürlich in Schwarz. Schauen wir uns an. So, also ein klassisches schwarzes Brillenputztuch, um die Gläser auch immer schön sauber zu halten. Dann gibt es hier noch ein kleines Zettelchen. Das betrifft hier diesen UV-Schutz der Gläser. Da kann man nochmal nachlesen, was es damit genau auf sich hat. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Sonnenbrille hier. Die kommt mit dem Säckchen, mit dem Brillenputztuch und natürlich dem Etui. Dann haben wir das Poster doppelseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Dann die Handyhalterung, also hier dieser Popsocket im Evil Heart Design. Der Magnet kreisförmig. Die Autogrammkarte im Hochformat, natürlich original hier unterschrieben. Sticker, jede Menge Sticker. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun verschiedene Sticker in allen möglichen Größen, Formen und Farben. Dann hier Bonusalbum, Bonus-CD, Greatest Hits 2020 mit 16 Tracks. Die Bonus-EP, Romeike mit 7 Tracks. Und natürlich das Album an sich, Manifest mit 13 Tracks. Und nicht zu vergessen, hier dann noch der Schlüsselanhänger. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box.
Manifest von King Orgasmus One. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr King Orgasmus One unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.